Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Russian Fishing 4. Das russische Angeln Teil 4. Nein, nicht Teil 4, es heißt einfach nur so. Und wir sind hier am neuen Kupfersee. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist ein Koi-Gewässer. Onkel Bolek und Magic waren mit dem Sprinter in Japan. Wir haben die Kois eingepackt, sie hier rausgelassen. Und heute wollen wir sie erneut fangen. Am besten, ja, schon diese Rares oder diese Dinkelbühler, Dinkelsbühler. Irgendeine Zuchtform. Und da habe ich mir gedacht, komm, Digga, würfen wir mal die dicken Pfirsiche aus. Denn wir sind hier gerade mit Pfirsich unterwegs. Da hat ein lieber Schoke oder so, hat nämlich den Spot gepostet beim lieben Feierabend und auf dem Discord. Und habe ich mir gedacht, probieren wir das mal aus. Natürlich gebe ich euch nicht so die ganzen besten Infos, denn ja, so viel Ahnung habe ich auch nicht, aber ich habe euch vom lieben Feierabend, da lernt ihr massiv was. Am Ende des Videos habe ich nochmal ein Video vom lieben Feierabend verlinkt, in dem er mit Kaviar auf seltene Karpfen geht. Und das verlinke ich euch am Ende, ist auch nochmal der Kanal in der Videobeschreibung. Gönnt euch das, denn dort gibt es viel bessere Infos als bei mir, wisst ihr. Das Einzige, was ich euch sagen kann... Erstmal ein Rauchen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass hier die eine Route auf 15er Pop-Ups ist. Milchiger Pfirsich, way, yo. Milchig. Und hier würziger Pfirsich als Dip und hier auch Mais. Wisst ihr, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Wir setzen uns aufs Stühlchen, guckt mal, bam. Und jetzt warten wir einfach mal ab und gucken, ob der erste Karpfen oder generell der erste Fisch beißt, ne? Guck mal, hier richtig entspannt, Leute. Guckt euch das an. Oder das ist ein Outfit wie, wie heißt der von Nightmare on Elm Street? Freddy Krüger, Digga, entspannt. Für Tipps ist der Magic natürlich immer offen wie eine geöffnete Tür. Deswegen schreibt gerne, wenn ihr Tipps habt, in die Kommentare. Ich zeige euch nochmal hier das Setup. Ja, das ist halt, ich habe mir die dritte Tour gekauft. Und ich bin jetzt hier schon eine Stunde, es hat nichts gebissen. Deswegen habe ich jetzt mal hier auf würzigen Pfirsich probiert, wisst ihr? Ja, so, ich denke, das ist mal einigermaßen okay, oder? Aber wie gesagt, Tipps gerne reinschreiben. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Also Leute, ich bin jetzt seit einer Stunde am Kupfersee. Ich habe noch keinen einzigen Fisch gefangen, seit einer Stunde. Ich weiß nicht, weil ich hier, das Setup ist genau das gleiche. 10 Meter Clip und so. Und der liebe Spieler hatte ja auf jeden Fall den Kescher voll mit Rares. Bei mir beißt nichts. Nicht mal eine Karausche. Gar nichts. Auf ein kleines Maiskorn. Seit, wie lange sitze ich jetzt hier? Keine Ahnung. Noch nicht so lang. 10 Minuten, 15 Minuten. Aber kein einziger Biss. Also, ja. Egal, weiter warten, ne? Ich glaube, Kupfersee lief schon bei den ersten zwei Touren bei mir nicht. So, dann mit Banane, Kokosahne und so. Lief nichts. Oh, Ladies and Gentlemen, wir haben den ersten Biss. Wayo. Ja, okay. Wir gucken mal, was das ist. Boah. Jawohl, und der erste Rare. Ja, perfekt. Hiyutsuri. Ja, krass, okay. Bin ich mal gespannt. 53.000 XP. Hiyutsuri. Nice. Erstmal ein Bildchen machen. Also ein Bild fürs Thumbnail. Wisst ihr, was ich meine? Okay, den nehmen wir an. Sehr gut. Worauf hat er gebissen? Auf Pfirsich Pop-Up mit ohne Mais. Ja, warum ohne Mais? Keine Ahnung. Ja, mal schauen, wie der nächste. Aber wie gesagt, also die bombastischste Frequenz ist nicht da. Aber wenigstens schon mal einen Fisch. Und dann direkt ein seltener. Ich glaube, ich werfe nochmal neu aus. Ja, hier haben wir ein Maiskorn drauf. Keine Ahnung, ja. Soll ich mal Kaviar rot probieren? Nein, wir sind ja nicht mit Kaviar. Wir sind hier mit... Wir sind hier mit Pfirsich unterwegs. So, zack. Nochmal neu ausgeworfen. 10 Meter Clip. Perfekt. Und die Route werfen wir auch nochmal aus. Ja, vielleicht jetzt so abends geht es vielleicht bei mir erst los. Vielleicht ist es auch bei jedem unterschiedlich. Wisst ihr, was ich meine? So. Bam. Perfekt.
Okay, also wir haben nächsten Biss nach ungefähr 10 Minuten. Ich glaube aber, ich wechsle gleich mal den Spot. Was haben wir hier? Oh, das ist eine dicke Schleie, oder? 1,4 Kilo. Ich glaube, ich wechsle mal den Spot, nämlich zu... Gibt's 5036? Wo ist 5036? Egal, da wandern wir mal hin, wisst ihr? Und dann gucken wir dort nochmal. So, also wir haben den Spot nochmal gewechselt. Hier haben wir jetzt weiterhin Pfirsich drauf. Auf dieser Route haben wir Kaviar drauf, Pop-Ups. Und auf dieser Route haben wir Tutti Frutti drauf. Und jetzt schauen wir einfach mal. Und ja, also wie gesagt, zwei Fische, Leute, bis jetzt. Davor schon Viertel, also in einer halben Stunde sozusagen. Mal gucken, was jetzt hier geht. Auch 15 Meter Clip. Das ist jetzt ein neuer Spot. Habe ich gerade mal beim Underwater Frank im Stream nachgeguckt und der steht hier auf 15 Meter Clip mit allen möglichen Ködern. So, und dann gucken wir jetzt mal hier, ob bei mir hier irgendwas geht. Er zieht hier Dinkelsbühler nach Dinkelsbühler raus. Aber auch erst seit kurzem. So, wir schauen und dann wir lassen uns überzeugen. Okay, Leute, also direkt hier ein Biss auf Tutti Frutti Gelb. Aha, der ist auch ein bisschen dicker. Was haben wir denn hier? Boah, ist es dieser Freak oder wie? Mal gucken. Mal schauen. Jawohl, Super Frack Bratti. Ja, boah, der sieht schon entspannt aus, ne? Der sieht schon nice aus. Okay, auf Tutti Mutti Frutti. Jawohl, und zack. Okay, das war jetzt ein bisschen nach dort geworfen. Ich lasse jetzt trotzdem nochmal und gucken, was der nächste Biss kommt, ne? Ja, okay, direkt der nächste Biss. Direkt der nächste Biss. Ich war Shishibuldulu auf Toilette und direkt hier auf... Oh, was war das? Auf Kaviar. Okay, Killer. Jawohl, genau so. Er macht auch... Was haben wir hier? Ein Schuppenkarpfen auf entspannt. Nein, das ist so ein Dinkelsbühler. Dinkelsbühler Spiegelkarpfen. Jawohl, aber die werden ja auch irgendwie 150 Kilo. So, bumm. Perfekt. Also, und ich glaube, wir machen die linke Route mal auf Heilbutt. Auf Heilbutt, wartet mal. So, den Fisch, den ich am Nordmeer gar nicht mag. Mal gucken, ob wir sowas wie Heilbutt überhaupt haben, ne? Ah nein, ich glaube Mais auf keinen Fall. Mais auf keinen Fall, dann machen wir ein Boili. Ein Boili auf Heilbutt. Haben wir auch nicht. Wollen wir, aber wir haben klassische Haarmontage auf Heilbutt. So, gucken wir jetzt. Heilbutt, 14. Machen wir mal Heilbutt und Beeren, Digga, 26er. Well, yo, Heilbutt und Beeren. Und dazu, würziger Heilbutt als Dip. Well, yo, aber das sind jetzt schon dicke Boilies, ne? Dicke Boilies, egal, werfen wir aus. Vielleicht beißt hier ja eine Trophy drauf, wisst ihr, was ich meine? So, zack, wieder Schnur spannen, perfekt. Und eine Sekunde später wieder der nächste bis um 0.34 Uhr. Jawohl, perfekt. Was werden wir hier? Das war auch wieder Kaviar, okay. Also, wie gesagt, boah, die sehen immer so dunkel aus, ne? Also, die leuchten immer so rot. Die wollen einen wirklich ein bisschen auf den Arm nehmen. Die wollen einem die Hoffnung geben, dass da ein Rare dran hängt, weil die leuchten immer so... Wow, oh, Foto gemacht. Die leuchten immer so rot. Also hier schon der zweite Biss auf Kaviar. Wie gesagt, ich verlinke euch das Kaviar-Video vom Alden, vom Feierabend-TV nochmal am Ende des Videos. Ne? Könnt ihr euch das mal reinziehen. Das war jetzt hier ein anderer Spot. Mal gucken, gleich sind Morgenstunden. Ich bin gespannt, auf was auf Heil Budi Pudi Pudi reingeht. Am Ende, ne? Vielleicht, aber es sind halt große Boilies, wisst ihr? Aber mal gucken. Also seit den 2-3 Bissen hat sich gar nichts mehr getan. Nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Zack, nochmal ausgeworfen. Warten wir nochmal einen kleinen Augenblick. Also jetzt seit dem letzten Karpfen 24 Minuten vergangen.
und auf keinen der drei Routen irgendwie jetzt ein Biss gekommen. Ja, obwohl hier drei, vier hintereinander kamen und dann war Schluss, ne? Was haben wir hier gefangen? Drei Fische. Also, ja, ich weiß auch nicht so ganz warum. Wir gehen mal ganz kurz zum Fischmarkt und schauen mal erstmal im Café, haben wir hier was? Ich glaube, einen Spiegelkarpfen, jawohl. Im Café 30 Silber. Und dazu haben wir dann noch die anderen vier Fische, die geben 79 Silber. Sind wir bei 110 Silber. Also, ich sag euch ganz ehrlich, Leute. Zum Beispiel der Capriolo, der berichtet, ja, bei mir läuft's ganz gut. Ich fange hier ordentlich Kois und ordentlich andere Karpfen. Und ja, aber bei mir lief's schon in den ersten zwei Testphasen nicht so gut. Im Stream berichten auch manche, dass es bei denen dann nicht so gut läuft. Oder in anderen Livestreams. Natürlich, das Gewässer ist neu. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen, denn das ist das erste Gewässer, bei dem ich sozusagen zum Release live dabei bin. Und vielleicht müssen nochmal irgendwie, keine Ahnung, den Bernie zum Beispiel, den gibt es schon länger. Da hat man Spots, da weiß man schon so die Hotspots und so. Ich weiß nicht ganz genau. So, bei einigen läuft's, bei mir war es immer so, naja. Und jetzt irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden, 110 Silber, naja, also. Aber ich mag den See trotzdem. Also er gefällt mir vom Aussehen und so, dies, das, Ananas, Leute. Aber, ja, die Kois mag ich auch, aber ihr habt gesehen, bei mir lief's nicht. Egal, wo ich mich hinstelle, hier vorne ist ein Spot, da fängt man gut Karauschen und Schuppenkarpfen auf Honigteig. Naja, Leute, auch so, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Schreibt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie es bei euch läuft. Und Tipps, Mips, wisst ihr, was ich meine? So, Leute, das war euer Magic, bis dann, tschüss.